Ich möchte Sie im Namen unserer parlamentarischen Gruppe für digitale Nachhaltigkeit herzlich begrüßen, zusammen mit Edi Graf-Litscher, meine Kollegin, Co-Präsidentin. Wir machen das zusammen, das funktioniert hervorragend. Ich möchte vorab meinen Dank ausrichten an Matthias Stürmer und natürlich an Francesca. Sie sind es, die die Themen zusammen mit uns jeweils vorbesprechen und ich glaube, das darf ich sagen, auch immer wieder ganz neue, innovative Themen hier aufbringen und das Interesse am Anlass ist ja auch jedes Mal recht groß. Ich möchte relativ kurz noch zwei, drei Informationen geben, bevor ich dann die Referentin vorstelle, Frau Barbara Josef. Vielleicht zuerst, der Anlass wird gefilmt, also, und das, der Film, das wird dann auch veröffentlicht. Also wenn jetzt jemand auf keinen Fall auf einem Foto sein will oder auf einem Film sein will, dann muss er das sagen oder irgendwie den Platz tauschen. Aber einfach, dass Sie das wissen. Dann noch ganz kurz, Sie sehen, diese parlamentarische Gruppe ist innovativ. Es gibt ein neues Icon, ein Logo, das Matthias Stürmer und sein Team entworfen hat. Hier hat es noch Kleber, wenn das jemand bei sich aufs Fahrzeug oder sonst aufs Velo kleben will, dann hat es hier sehr viele Kleber. Das kurz noch als Einführung. Jetzt, ich möchte nur ganz kurz die Referentin Ihnen kurz vorstellen. Frau Barbara Josef, sie war Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz. Sie hat im Jahre 2009 das Projekt WorkSmart betreut, damals noch Home Office Day, hat dann ein eigenes Unternehmen gegründet, die Firma 529, das sagt ja auch schon vieles. Sie begleitet Unternehmen bei Change-Prozessen, auch nehme ich an, und das werden wir hören, wenn es um das Thema Arbeitswelt der Zukunft geht. Ich muss sagen, ich bin selber sehr gespannt, weil wir alle wissen, wie sich die Arbeitsmethoden ändern. Neue Technologien haben es uns ermöglicht, in den letzten Jahren ganz anders zu arbeiten, als das noch vor 10, 15 Jahren überhaupt möglich war. Man kann das kritisch sehen, man kann überall arbeiten, man kann jederzeit arbeiten, man ist unabhängiger aber auch geworden, man kann auch von zu Hause aus arbeiten, vielleicht nicht bei allen Arbeitsstellen ist das möglich, aber es sind ganz neue, dank neuen Technologien auch ganz neue Arbeitsformen entstanden und das gibt Vorteile, Nachteile, Risiken. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, ich erinnere an Kollege Corrado Pardini, der mal gesagt hat, abends um 19 Uhr sollte man schweizweit das Internet abstellen. ja, man kann so denken, weil er gesagt hat, die Leute hören nicht mehr auf zu arbeiten. Das vielleicht als Extremforderung, wo man sieht, wo die Problematiken eben auch liegen. Insofern bin ich sehr gespannt und gebe Ihnen gerne, Frau Barbara Josef, das Wort für Ihr Referat. Danke sehr.